Der hat eine Lee Enfield. Oh, nicht so toll. Und einen ganz kleinen Rucksack war es. Weiß nicht, ob du selber den nur gesehen hast. Ja, Rucksack ist egal, was der da hat. Die Waffe Ja, ist aber wichtig. ich habe bloß gedacht, was du da ob wir vielleicht die gleichen gesehen haben. Ich hab so einen Survival ACU, der ist so etwas heller. Ja, ich meine, Leute, ich Survival laufe an Zombies ist. vorbei, die schlagen mich nicht. Ja, die sehen wir wahrscheinlich jetzt nur noch, wenn du hier irgendwie. Schießt. Ja, finde ich gut. Eigentlich nicht, aber egal. Na, ich find's ein bisschen schade. Ja, das macht irgendwie ein bisschen Spannung weg. Bist du Bist das? du das? Ja, du hast dich angeschossen. Warte, ich bandagier dich. Hast du Morphin? Nein. Brauchst du's? Ich glaube, ich habe gebrochene Beine, ja. Ja, da kommen Zombies, kein Fehler. Tschüss, grausame Welt. Die sind ja auf mich gepeilt, also gehe ich jetzt. Ja, hoffe ich mal. Dann geh du mal rumkrabbeln, Morphin suchen. Ich suche nebenbei auch noch ein bisschen. Und ein Rad, weil mit einem Auto, da wäre Morphin egal, da können wir dann Elektro suchen. Ja, ich suche mal hier ein Rad. Ich bin auf den oberen Etagen, brauchst nicht hochkrabbeln. Ja, habe ich auch nicht vorgehabt. Ich fühle mich auf jeden Fall hammersicher als Krüppel. Als Krüppel in der Zombie-Apokalypse. Ich habe voll die Chance zu überleben. Das stimmt allerdings. Solange du nicht blutest, geht das doch. Ja, und mich kein Zombie bemerkt. Die Chance, dass es passiert, ist gering. Ich könnte dir, oh, hier ist ein Motor. Ich könnte dir allerdings auch meine M1911 Magazine geben. Ach Quatsch. Es ist aber nicht auf Verschwendung, wenn ich bin sowieso bei der nächsten kleinen Schuss tot. Dann halt nicht. Ich guck mir erstmal die ganzen roten Häuser an jetzt. Wer weiß, vielleicht finde ich ja ein paar neue Beine. Oder Ein Rollstuhl. Rollstuhl. Ja, Da sagt er was. da musst du mich nur schieben. Das ist ja voll geil. Voll Das das könnte Behinderten. einiges. Das voll das Behinderten-Duo. Ich habe sogar Geil. eine Cheviken dabei. Ja, komm mal. Komm Toll. und auffüllen. Ja, der Rollstuhl. Stell ich mir gut vor. Auf jeden Fall. Ach, ich fress erst mal was. Bist du schon an Oh, den da roten steht. Häusern? Ich bin Da gerade schießen bis welche. kurz davor. Ja, du. Ich hab mir erst mal eine Dose reingeschmissen. Lee Enfield. Ja. Schuss bei mir eingetroffen irgendwo. Das ist der, den ich vorhin auf dem Dach gesehen habe, wahrscheinlich. Nee, war doch nicht auf mich. Hätte mich auch gewundert, weil ich sehe das Krankenhaus gar nicht von hier. Ich jetzt vom Krankenhaus runter. Nee, das klang noch näher Krankenhaus. Das ist voll creepy, die Zombies, die auf einen zukrabbeln, wenn man so eine graue Welt hat. Ja. Und noch riechen kann. Tut mir voll leid, der arme Kerl. Ach. Was sind Vibes? Bandagen quasi. Ach so. Ach, da ist das abgestürzte Flugzeug, was du meintest. Ja, das kommt wahrscheinlich zur Map. Das ist mir echt relativ egal. Ja, gehört zur Map. Ich glaube nicht, dass hier einer mal der 10 oder 30 abgestürzt ist. Ach Quatsch, dort fühle ich. Ach, der soll sich nicht so haben. Man kann auch mit einem gebrochenen Bein laufen. Ich glaube, die haben auch nach Rädern gesucht. Eigentlich könnte man ja von den anderen Auto welche abbauen, wenn da noch welche dran wären. So, ich bin am Krankenhaus. Die müssen doch relativ intakt sein, oder? Ja, das stimmt. Ich höre eine Leiche. Ach, Hä? hier liegt sie.
Er hat nichts dabei. Jetzt muss ich da hinlaufen, wo die Zombies hinlaufen. Mach das. Hier sind die Medic-Zelle, vielleicht ist er da drin. Da kann ich nach Morphin für dich suchen. Am besten noch ein Bloodbag. So, ich hab den da hier gerade alle getötet. Da hat er mich gerade schon wieder eingetötet. Alles gut, Leute. Läuft wieder. Das Spiel ist gerade voll buggy. Ja, bei mir ist gerade, weil ich Bandit geworden bin, hat sich's minimiert. Ich habe jetzt eine Bandit-Kleidung, ja. Ich verblute gerade, weil ich meine Treppen hochlaufe und verblute. Oh ja, dann spawnst einfach nochmal einen Stern raus, macht ja nichts. Mach ich. Hat er denn ein Rad dabei? Nee. Boah, was er erst dabei hatte. Leben hat eigentlich echt keinen Sinn mehr, so ey. Oh, ich hab noch mehr Magazine für dich. Ja. Ich nehm lieber die Bandagen dafür. Mach das. Bist du eh gleich tot? Hallo, noch lebe ich. Ich hab ein Rad. Yay. Und zwei Granaten. Wir hauen hier ab. Ja, ich komme da was im Auto gekrüppelt. Mach das. Gekrüppelt. Ja, am besten fahr ich, du mit deiner Rettung kannst du ja eh nichts machen. Kann egal, generell nicht fahren. Bin vielleicht an Daily 3 auf dem Auto gefahren. Boah, in meinen 400 Stunden bin ich wahrscheinlich 105 Stunden Auto gefahren. Nee, kann gar nicht sein, 105 Stunden habe ich gekämpft mit der Sniper. Ich hab auch Leute Auto fahren lassen. Ich bin vielleicht schon 45 Stunden oder 60 gefahren. Irgendwie sowas. Sehr oft auf jeden Fall. Ich kann auch Heli fliegen und Chat fliegen. Wobei Chat nur amateurhaft, weil so viele habe ich noch nicht gefunden. 10.30 Uhr kann ich ganz gut fliegen, das ist der Heli und Chat in einem. Dann spiel Arma 2 und spiel dort mit den Dingern. Das habe ich auch gemacht. Ach so. Deswegen kann ich es ja. Alter, wie gut ich ausgerüstet bin. Mit der Winchester mache ich aber auch ganz Schernauskalt, wa? Sogar dich. Warum schießt du mich eigentlich an? Ja, weil du nicht früh genug gesagt hast, dass du das bist. Nein, ich meine, warum breche ich mir dann Knochen? Ja, Winchester halt. Ja, Knochenbruch inklusive. Ja, ja. Ich stehe wahrscheinlich auf der Verpackung drauf. Wenn du mir sagst, wo du bist, komme ich zu dir hingefahren. Bei den roten Häusern. Ja, alles klar. Ich komm grad nicht aus der Tür raus. Das ist nicht so gut. Oh, obwohl jetzt? Geh auf. Jetzt kommt mir raus. Ich komme mir vor wie ein Eurotruck-Simulator, weil das Auto so schwerfällig fährt. Ich hab mich rausgebackt. Gehen wir zur Hauptstraße, da wo die Kreuzung ist bei den roten Häusern. Krüppel mal dahin bitte. Ich bin bei dem letzten roten Haus in der Straße. Von welcher Seite aus? Ich höre dich. Sag mir, wenn du mich siehst. Ich bin bei in der Nähe des Supermarktes. Ich sehe dich. Hallo. Ich bin tot. Ja, dann spawne mal. Ich bin in Ohnmacht gefallen. Leute, ich hab dich aber danach immer nochmal gefahren. Ich leb noch. Schüsse. Ich glaube, ich bin nicht tot. Was ich mache? Ich steige ins Auto ein und fahr los. Ach, schön. Spawn mal bitte in Elektro. Du weißt, wie Elektro in Kyrillisch geschrieben wird. Irgendwas mit E. Genau. E erkennt man schon. Elektro kann man gut erkennen, das stimmt. Henrik, was gehört? Oh no, here was my friend. You are not my friend, when are you dead? War das richtig? Ja. Vom Satz war auch? Keine Ahnung. Ach, schade. Bestimmt. Ja, wenn ich bei Frau Reichert Englisch lerne. Der hat mir gesagt, ich soll einen Aufsatz über meine Lieblingsserie mit ganz einfachen Sätzen machen, singt mit der offenen Note. Ich hab's bis jetzt noch nicht gemacht. Ich stehe auf 4, das reicht mir vorerst.
Ich gebe den Aussatz der 12. ab. Über, was wolltest du schreiben? CSI noch was? NCIS, Naval Criminal Investigative Service. Oh, das Scheiße! Passiert! Ich guck's mir aber nicht nochmal an, ich kenne wieder. Ich guck nur die neuen Staffeln, also die 11. Da kommt dabei die zweite Hälfte raus. Elektro wird wahrscheinlich ganz oben rechts sein. Das weiß ich gerade nicht mehr aus dem Kopf. Ich konnte dich leider nicht looten, aber du kannst ja nicht so Wichtiges dabei gehabt haben. Ich hatte. Ich hab kurz nicht reingeguckt, du hast drei Vibes, die waren wertvoll. Ich hätte mehr als drei Vibes, die haben mich aus irgendeinem Grund geklont. Geil. Ich hätte eine und dann hat sich auch immer so als selber vervielfacht. Vor allem, ich wollte gerade meine Effekte leise stellen, als du getötet worden bist. Ich bin bei Lambamill. Das ist oben bei Sonichi, warte, ich komm hingefahren. Muss ich da nach links oder nach rechts laufen für Elektro? Loot einfach Lambamill. Das ist ein riesen Industriegebiet. Sammel mal Autoersatzteile. Ich bin in, ja, 9 Kilometern da. Da kann ich mir noch eine Zigarette anzünden. Warum rauchst du eigentlich nur abends? Ich rauche nicht in der Schule, ansonsten immer. Ach so. Ich will nicht, dass die Lehrer mich damit sehen. Boah. Ich hatte viel davon, was die Lehrer von mir halten. Also ich will, dass die Lehrer nur Gutes von mir halten. Die meisten. Deswegen. Ja, aber ich kann auch nicht schlechtes wegen der halten, von dir halten, nur wegen Rauchen. Bisschen Negerbolzen. Aber nächste Woche kann ich mir eigenes Stoffzeug gucken. Mensch. Dann sind sie weiß. Naja. So, Lambamill, I'm incoming. For my best friend. Oh, ist das nicht süß. Ja. Morphin Spiel durchgespielt. Bein gebrochen. Oh, kein Morphin mehr. Ey, wie ich kann, wirst du mich überfahren? Ich? Ne. Ich töte dich nur in Counter-Strike. Ja. Deswegen bin ich ja dafür, dass wir kein Weltkampf spielen. Deswegen bin ich dafür, dass wir ihn spielen. Ja, kann man bei sich jetzt nicht schlagen. Ich würde das voll cool finden, könnte man so einen Zombie eine geben. Es liegt jetzt noch mehr Müll auf der Straße rum als vorher, aber wenigstens keine Waschmaschinen. Was mach ich Leben länger? Länger mit Daisy. Gut. Ach nee, daneben bin ich lange. Doch, doch. Auf der Straße, wenn keiner reinfährt. Mit einem Ural. Hast du was gemacht schon? Quark. Haben nur einen Helikopter dann noch nachher noch mit. Also ich bin mit einem Ural reingefahren, Helikopter ist gelandet, der ist mit explodiert. War unser Helikopter cool. Und unser Ural. Oh, nicht so cool. Das war richtig cool. Das war eine geile Aufnahme. Das war Folge 43, Leute, für die es interessiert. Ich glaube, jedenfalls irgendwas in den 40er reiten. Also zwischen 41 und 50. Doch! Okay, da halt doch. Meins. Daisy ist das, was am meisten geguckt wird mit. Echt? Jo. Weil das freut mich ja immer. Interessant ist. Naja. Wenn ich eine Montage machen würde mit nur interessanten Sachen, dann wäre es viel geiler. Übrigens, wenn du die Straße lang fährst, Lambamill, da wo die Flares liegen, auf der Straße, da war ich. Ach, ehrlich? Ja. Sachsachen. Ich fahr grad durch Elektro. Oh, jetzt hab ich keine Flares mehr. Such mal ein paar Wheels in der Engine. Naja, ich guck mal. Ich finde schön, dass die normale Desi-Mod sehr flüssig läuft bei mir. Oh, ich habe gerade einen toten Spieler überfahren. Oh. Da ist schon wieder ein abgeschlossenes Flugzeug, das zur Map gehört. Kranker Scheiß, ey. Auf der Straße liegen auch ganz viele kaputte Autos und Baumstämme. Haben die mit der Map gemacht? Oh, eine Toolbox. Eine Toolbox haben sie mit der Map gemacht, genau. Oh, eine Toolbox. Oh, ein Messer. Ja, da haben wir jetzt mal die Rollenverteilung. Du tötest, machst die Menschen Sachen und ich bleib zu Hause und koche. Ja. Eine Frau kann auch AFK gehen, away from kitchen. Und ich hab eine M1911, so ein Magazin. Na klar, Junge. Ich bring dir Vierer mit, ne Dreier. Ich weiß nicht, ob ich ihn da gelassen habe oder im Rucksack oder im Auto. Ich guck nachher mal. Wir gucken in Lambamill mal ins Auto und in meinen Rucksack und alles, weil ich habe einfach nur willkürlich irgendwelche Sachen mitgenommen, weil ich habe 5, 6 Leute tot gesehen und glaube ich 3 oder 4 getötet.
War eine erfolgreiche Aufnahmesession. Ich überlege, wie lange ich die Folge mache. Ich glaube, bis dahin, wo es abgeschmiert ist. Und dann, ja. Guck ich mal, wie ich dann weiter schneide. Ich krieg das schon hin. Luca, mach das schon. Nehme ich mir wieder meine Nagelschere zum Schneiden. Naja. Nee, mal kauf mal Rassel, will ich nicht. Du kannst mal M9 und G18 Magazine mitnehmen, weil die brauche ich. Oder G17 halt. Und MP5, das was halt in die Glock reinpasst, ne, immer 19. Okay. Hoffentlich Rohflinten-Munition, brauch kein Schwein. Doch, Winchester brauche ich. Das ist aber nicht mit Winchester gewesen, was hat die Winchester? 1866 Winchester-Munition. Ne, 1866 Stats und Pellets heißen die. Aha. Es dürften so 8 Kugeldinger sein. Ich hab 8 ND-1400 Pellets. Ne, das sind die für die M1014. Okay. Ich wäre auch da. Da hab ich ein MP5-Magazin. Brauchst du ja. MP5? Was? Na klar. Ja, okay. Ja. Auch Uzi Silence. Und M9. Das, ja, Silence-Magazine. Ich, hallo? Nee. Geht nur mit Silence. Ne, Silence kannst du liegen lassen. Lange kein Shadows mehr gespielt. Oh, Rucksack. Naja, auch kann ich nicht aufheben. Backt manchmal rum. Vorhin von der toten Leiche konnte ich auch nicht aufheben, weil die Leiche im Boden war und der Rucksack hat rausgeguckt. Es war ein, irgend so ein English Survival oder so ähnlich. Ich hab ne Karte. Ich auch. Map-Heist-Karte. Sniper, nicht klauen. Sniper, nicht klauen. Sniper, nicht klauen. Snipen hier, nicht singen. Du brauchst nur eine. Wir sind hier nicht in der Standalone. Weil da kann man sicher keine Marker machen, von daher ist eine Karte dort egal. Doch, du kannst ja angucken. Mensch, hier ist eine schöne Map. Ja, ja. Ost, West, Nordosten, Nordwesten. Marker auf Magazin braucht auch kein Schwein. Das hat glaube ich nur immer 18, also brauche ich es auch nicht. Marker auf hat doch eh noch in den Marker auf rein. Ah. Hat gerade Rauch im Mund, da kann ich doch nicht reden bei. Wie schnell spawnen hier die Zombies oder ist hier schon einer? Was? Ja, wahrscheinlich spawnen die einfach schnell. Spawnen die Leute in der Fresse. Auf dem Auto. Ja. Doch sexy sowas. So na klar. Zombie an der Windschutzscheibe. So richtig schon dran kleben. Immer. Immer. Dein Handy hat gepiept oder dein Wecker hat geklingelt oder das so. Das ist meine Uhr. Schon um 11. Nee, volle 12 erst. Oh, ich hab zum Ende gebraucht, oder? Nee, nee. Wo braucht man die hier eigentlich? Gar nicht, oder? Hier kann man keine Häuser bauen. Da braucht man die nicht. In Seiten, du spielst Mafia. Brauchen wir noch eine Gussform. Wir brauchen Gustav. Den Verteiler. Kauf mir die Enfield. Hab kein Geld. Ich hab gedacht, du bist ja der Mann im Haus. Du bringst nicht mal Geld nach Hause, genug, nicht mal genug für die Enfield. Die Zombies hatten noch wenig Kram dabei. Ausreden. Die Zombies haben mich auch überredet, die wollten mein Meth kaufen, nur weil ich Heisenberg heiße. Jetzt irgendwas cooles, ich will es haben. Ich will bloß Meth. Ich will die PVC-Box haben, ich brauch's so nicht, aber ich will sie haben. Kunststoff, immer schön. Oh, yeah. Bin gleich da, du hast mich auch gleich hören. Ein Kilometerchen noch. Ein Kilometerchen? Hin. Mal sehen. Wo es schön ist. Ja. Ey, ich guck aber so wenig Spielern, wo die meisten Erscheinungen sind, dass er viel zu gut. Das stimmt, das stimmt. Siehst du mal, wie intelligent ich bin. Ich hatte mal auf dem großen Gelände hier, da ist so eine große Graufläche. Kannst auf der Map gucken bei Lambamüll. Direkt wo der Name Lambamüll steht. Ach so. Komm.
Da kann man keine Markierung mehr setzen. Doch, doch. Doppelklick, da mache ich so eine komische Markierung, wo ich das auf die Map schreibe. Nein, nicht skip. Schnauze. Nein. Wir haben ein AKM-Magazin. Schön. Ich tue dir mal Bandagen ins Auto. Ja. Wo ich angefangen habe, der nicht so spielen, waren die Leute noch freundlich und haben nicht sofort auf sich geschossen. Bei der ersten Spielstunde hat mir irgendjemand sogar noch voll in die Hand gedrückt. Das kommt doch ins Bein. Was? So, was kommt ins Bein? Bein? Ein Morphium kommt ins Bein. In die Hand. Na gut. Ich bin auf der großen Graufläche. Und wo bist du? Bei Lampenmüll. Ja, aber nicht da. Du bist doch da. Hallo, das Auto steht Hallo. Da drüben. Komm mal, Schatz. Ah, nice, Ex. Überrascht. Läuft die Standalone bei dir nicht so flüssig? Doch. Warum sagst du dann schon, dass der Mod bei dir so flüssig läuft? Aber einige andere Mods nicht. Ach so. Im Auto ist alles, was du brauchst. Tu mal deine Sachen auch rein, vielleicht brauche ich ja was. Genau. Hast du irgendwas fürs Auto gefunden? Nö. Die M4-Rassel kannst du haben, dann kannst du eine P4-Steelbox haben. Dann Snack. Schokolade. Schokolade. Painkillers. Ja, war's dann aber auch. Ich schmeiß mal unnützen Müll hier raus. Wir können demnächst nochmal in die Tankstelle gehen, die Lehrer Jelken auftanken. Ja, halt aber wir gehen erstmal zum Airfield. Ist groß oder kleines? Also hier, krasses Tafel oder richtig groß. Ach, das entscheide ich dir. Das ist sicher dir die Entscheidung. Ich bin ja nur der Beifahrer. Das ist korrekt. Ach, diese Fehlprobleme sind so wunderschön. Diese was? Diese Ping-Probleme. Das ist so, hättest du eben voll vor die Wand gefahren. Ja, das ist Desync. Desync. Was meinst du? Ich hab den Kabel gerade nicht vom außen Auto raus. Nein, du stirbst. Nein, ich doch nicht. Ich fühle mich bei dir so sicher. Wir wollten zum Hellseher. Bist gerade dran vorbeigefahren. Nicht an die Tannen fahren. Nicht an die Tannen fahren. Ich bin wirklich in die Wand gefahren, das war kein Diesel. Ach so. Oh, das war auch kein Diesel. Das auch nicht. Wir brauchen eine Karosserie. Ja, das stimmt. Ich mach's Bo und wir sind weg. Oh, da war ein Zombie, lol. Da war einer. Ja, der ist da gespawnt. An meinem Motorgrill. An meiner. Motorhaube. Nee, Kühlergrill. Ja. Grill. Yummy. Mit K.
Kyrillisch. Kyrillisch. Ich kann meinen Namen auf Kyrillisch schreiben. Evan. Wegen der scheiß Projektarbeit. Oh. Russland. Ach ja, das ist Russland, oh. Ein Land voller Überraschung. Nicht. Ja, wir hatten Naturkatastrophen auf unserer Erde. Hatten auch welche bei uns. Aber nicht so cool wie wir. Das stimmt. Du weißt, was wir hatten, aber egal. Ja, ja. Aber du warst dabei. Gelispelt im Vortrag. Voll geil. Hallo, ich hab mich überhaupt nicht. Ich hab stimmt, du hast nichts vorgetragen. Ich hab einfach geredet auf dem Vortrag, weil ich gut vorgetragen hab. Einen Hut getragen hast? Du weil hast ich gut getragen. Vorgetragen hab. Wo fahr ich denn lang? Hier geht's nicht weiter. Ach, das ist scheiße, mich laufen, da versteht man mich erst recht nicht. Erst recht nicht. Halt die Fresse, du Bastard. Das kommt perfekt raus, hä? Wahrscheinlich du halt die Fresse, Bastard. Nee, es kam alles ordentlich an. Was ich immer alle aufregen, ich verstehe ich immer wunderbar und die ganzen hinten mal verstehe ich nichts. Sonst mal die Ohren aufmachen, die Handy weglegen. Ist das süß, dass du mich verteidigst? Das tue ich nicht. Doch. Na gut. Ja. Hier geht's auch nicht weiter. Soll ich überfahren? Nee, ich muss nur mal kurz auf die Map gucken. Lol, wo sind wir? Lol, wir sind auch falsch abgebogen. Nochmal zurück in die Stadt. Ich hab nichts gesehen, die letzten 12 Minuten haben nicht existiert. Das ist korrekt, wir sind hier in Kelm gestartet. Ja, das war schon immer so. Dann ist er am besten raus. Nö. Meine Nagelschere ist nicht so effizient. Also sag meine Geduld mit der ganzen Scheiße nochmal anzugucken. Boah, der Zombie! Hast du so gesehen, der ist im Vorderhof hier von den Gruppen gelandet. Da nimm eine Bastelschere auf. Nee, das ist mir zu groß. Ich nehme nicht so gern große Sachen in die Hand, deswegen. Dafür bin ich noch nicht alt genug, das haben mir meine Eltern auch nicht erlaubt. Ja, genau. Eine abgerundete Bastelschere, die ist so gefährlich. Ich nehme eine Nagelschere, die ist schön spitz. Ja, kannst dir das Auge ausstechen. Das wollen die ja. Kann ich mir auch nicht mehr auf irgendwelche Leute werfen. Du trägst ja eine Brille. Stimmt. Du doch auch? Ne, Quark gar nicht. Lol, fail. Du doch auch? Ne, Quark gar nicht. Fail. Schallplattenfehler. Du doch auch. Ah ne, doch nicht. Fail. Hast du gerade das Straßenschild umgefahren? Nein. Okay. Wieder falsche Abbiegung. Da vorne müssen wir lang. Über das Feld. Mit 23 km/h, das ist schneller als jeder Golf auf der Straße. Achso, ich hab gedacht, die Dinge. Ausflug! Nein, Ausfahrt. Eine Spritztour, die wird spritzig. Ich spritze gleich ins Gesicht. Hey. Mach das. Eigentlich will ich dabei fahren, eigentlich muss ich hier bleiben, aber egal. Ich bin der Fahrer, ich habe schon eine Knüppel in der Hand, ich brauche deinen nicht. Ich glaube, dass das Auto hier automatisch ist. Ja, vielleicht wenn du mein Knüppel ist so groß, vielleicht denkst du, mein Knüppel wäre der Autoknüppel und verschaltest dich deswegen. Der ging unter die Gürtellinie. Ich weiß. Im Sinne des Wortes. Das meinte ich. Du bist immer so zweideutig. Eindeutig, mehrdeutig. Warum kannst du jetzt eigentlich das Auto nicht mal den Knarren ziehen und die Steuerpresse und abdrücken? Weil du lispelst und ich nur die Hälfte verstanden hab, das ist jetzt mal ernst. Irgendwas rausreißen und mir über die Rübe reißen. Was erinnert mich da dran, meine Waffe zu ziehen, ein Auto, die an die Rübe zu halten und abzudrücken? Eine fahrende Hand tötet man nicht. Warum kann man das in dem Spiel nicht? Das ist Arma 2. Von 2009. Das wäre total cool eigentlich. Vielleicht kommt's an Arma 4. Ah, das kommt erst 2030. Ja. Da bin ich schon 34 Jahre alt. Alter. Wer weiß, ob du es überhaupt so lange machst. Stimmt, Heisenberg stirbt ja eh. Tut er nicht. Hey, Spoiler nicht. Okay, tut er doch. Hey, Spoiler nicht. Okay, Wave vielleicht. Warte mal, das lass mal, halt mal an. Vielleicht kommt